Hallo und herzlich willkommen zurück bei Michigan Report from Hell. Wir laufen hier gerade zurück. Wir sind derzeit an der Grand irgendwas Station, ich habe vergessen, wie es heißt. Und wir haben sämtliche Papierkörbe gefilmt, weil der Nebel ist nur Nebensache. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Paula. Die Paula ist nämlich schon und die hat etwas quietschig-pinkes-rosanes an, hat eine quietschige Stimme und erfüllt sämtliche Klischees von, ja, ich weiß auch nicht. Von der quietschigen Reporterin, die ein bisschen komisch ist. Dumm? Ja, das habe ich schon an der anderen Seite schon gesehen. Krass, gell? Was ist denn das? Riesenkäfige. Have a look at this, viewers. This car looks like it might have been used for transporting some kind of animals. These appear to be cages, but there isn't anything in them now. A part of one of the cages is broken. Maybe the animals escaped from here. Boah, krasse Musik, ey. Oh, was haben wir hier? Ah, mal wieder so ein paar Untersuchungsdokumente. Oh, Tierversuche. Oh, Stage 1. Ah, oh, ist ein... Okay, also erst war nicht so viel. Dann... sie sehen aus wie Stücke von Fleisch, was? Okay, sie verändern sich komplett, bis sie normale, also bis sie andere Dings kriegen. Wo sind sie jetzt hingerannt? Warum rennen sie jetzt weg? Geht doch nicht. Der Dreschbin ist knocked. Oh, der Dreschbin ist umgefallen. Da ist nichts Spezielles. Oh, da ist eine Zeitung in dem Ding drin. UFOs. Bam, ey, UFOs. Carly, du musst jetzt warten. Ach nee, wie hießen die nochmal? Paula. Ich muss mir jetzt das hier nochmal genau angucken. Wie sieht's da drüben? Oh. Da drüben müssen wir auf jeden Fall hin. wir müssen mal hier gucken hier. Prisco. Hier. Ja, Research. Genau. Also. Der erste Stage war nicht so viel Veränderung. Beim zweiten... Ja, keine große Veränderung, keine große Veränderung von Körper, von Schnelligkeit, also keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht auf die Schnelle übersetzen. So, es Schleichvirus, der sich breit macht im Inneren des Körpers. Die Körper verändern sich sehr stark und sie sind sehr aggressiv. Okay. Oh, sie sind sehr... sie sind sehr, wie heißt das? Also wenn ich so viel Englisch lese, ich verstehe das zwar, aber ich kann es nicht aussprechen, was auf Deutsch ist. Sie sind sehr geräuschempfindlich, sie hören sehr gut. Das ist ganz komisch. So, Paula ist weggerannt. Das kennen wir schon. Wir müssen jetzt hier runter. Hä?
Hä, was ist denn mit ihr jetzt los? Paula! Hä, jetzt leuchtet das auch gar nicht mehr grün. Paula, was ist denn los mit der? Warum rennt die herum? Kann ich mir warten? Die will wahrscheinlich, dass wir jetzt ihr hinterher rennen, aber ich kann doch gar nicht rennen. Wie soll ich denn hier rennen? Nee, warte, halt, stopp. Oh, Paula, ey. Von hier kam war doch. Die macht mich wahnsinnig. Wo ist denn die hin? Die rennt so schnell, wie soll ich denn da hinterherkommen? Ist sie jetzt hier runter? Auf der Suche nach Paula. Paula! Paula! Paula, wo bist du? Ah, Prisco. Ich bin verwirrt. Die kam uns doch entgegen. Die ist doch hier, ist die hier runtergerannt? Hier haben wir nichts mehr. Die ist hier, wo ist die? Die ist die wieder zurückgegangen zum Dings? Zum Zug? Wie den Zug einsteigen? Oh, das ist die hellste Kerze auf der Torte. Ist sie wieder nach oben gerannt, weil sie Angst hat? Ich verstehe diese Frau nicht. Und was passiert eigentlich, wenn es oben auf Null geht? Also bei unserem ersten Endgegner oder was das war, ist ja gar nichts passiert. Da ist auch die Kali überhaupt nicht gestorben. Warum die jetzt plötzlich da wegen einmal Hauen gestorben ist, verstehe ich bis heute nicht. So. Vielleicht steht sie hier irgendwo. Ich glaube es zwar nicht, aber wir können ja mal gucken. Ist sie? Ja, Paula! Paula, ich komme! So, what's wrong? Did you see a thing again? A corp? Hey, Paula! Boah, wie ist das immer jetzt einmal so groß? Die ganze Zeit war mal irgendwie klar. Achso, wir standen auf der Leiche. Paula, was ist los hier? Paula? Okay, scheinbar sollen wir dieses Ding hier anreden. Something in her hand. What is it? It looks like a bottle that had chemicals in it. The bottle is broken and empty now. I wonder what was in it. Ja, das kennen wir doch schon. There are some ingredients listed on the bottle. Sodium chloride, potassium chloride,
Magnesium chloride. Hmm. It looks like they make a culture medium for the vaccine with these ingredients. Do you think we could find other things that have these ingredients in them? Like the sports drink I always have. It has something like these in it. What? Really? I think so. Anyway, they sell that drink in convenience stores. We could go take a look. Whoa! I think there was a convenience store nearby. Let's go! Just trying to kill it the usual way isn't going to work with this monster! Entschuldigung? Können wir miteinander reden? Kommt doch ein Zug, oder? Hä, wo sind die alle hin? Da kommt doch ein Zug. Ich kann nichts tun. Boah. Gibt die andere noch? Ich hoffe. Oder ist sie auch gestorben? Hallo? Did you hear something just now? Anybody there? Ah, es lebt noch. Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Hey. Hey. Press to help. Okay, wir helfen mal. Wir haben ja noch einen vor uns. Aber wo kommt denn der jetzt bitte her? Hey, thanks a lot. You saved me. Here, let me repay you. Huh? Hm? I lost my ID card. Oh, well, whatever. It won't do me any good now anyway. But I really want to thank you guys. Sure thing. It was nothing. We just did what anybody would have done. By the way, what are you gonna do now? Do you want to come with us? With you hurt like that, it's too dangerous out here for you. And if we go to the airport, the military is supposed to come evacuate us. Thanks, but I'll be okay. I have to stay here and wait for somebody. Wait for somebody? Mm-hmm. Here? Yeah. So I can't go with you. I can't just desert my friend. Oh, da hätte man auch umbringen können. I guess not. Ugh. Well, I guess we better get going. If we all get through this alive, get a hold of us someday at our office. We'd like to do a piece on you. Promise? Yeah. Sure. I'll do that.
Mr. Sir, warum habe ich denn Sie jetzt gerettet? Ich habe eine wunderbare Todessequenz wegrinnen sehen. Ja, das waren wir. Was bist denn du für ein komischer Typ, ey? Paula ist schon wieder wegrennen. So, jetzt bleibt sie hier stehen. Warum bleibt die jetzt hier stehen? Paula, was ist denn los? Oh. It's a special type of ammo that can be packed with the vaccine. I bet you can load your pistol with it. I don't really know what you're talking about, but you mean we could shoot monsters with it? Mm-hmm. Right. But first we have to get the vaccine. Okay, let's go then. Nee, du pack das mal ein da. Schön Sachen. Dum, 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 dum. Siehst du, das bringt nichts. Mit diesen Erotikpunkten, ich habe keine Ahnung. Ah, man kann aber so gut da hinterher rennen, wenn man sie anvisiert hat. Das darf ich nicht, oder was? Na los, Paula. Hä? Paula? Let's hurry up and go, Mr. Briscoe. We're done with the report here, aren't we? Let's get to that convenience store. Wann haben wir erotische Punkte bekommen? Wann war das? Ich verstehe das nicht. Ah, wir gehen zu einem Convenience Store, um alle Zutaten zu finden. Find a substitute for the culture medium at the convenience store? I don't know. I only said maybe. God damn it. Don't get mad at me. I don't see you coming up with any better ideas. I know that. That's why we're heading there right now, isn't it? Prisco ist also sehr exhausted hier. Na? Okay, here we go. Okay now. We're looking for sodium chloride, potassium chloride and magnesium chloride, remember? I know, I know. Guckt man so Erotikpunkte? Ich glaube es irgendwie nicht. So, was haben wir hier? Hey, don't steal anything. We TV news teams have certain standards to uphold, you know? Oh no. Ich wollte gar nicht klauen, vielleicht doch hier. Okay, also er lässt uns nicht klauen. Oh. Eine populäre Sängerin vielleicht. Okay. Jetzt sagen wir, fangen wir erstmal hier hinten an. So, was haben wir hier alles? Zeitschriften. Das können wir noch lesen. Also hier waren scheinbar Leute schon vorher und haben geklaut.
sitzen hier. Aha, aha, aha. Interessant. Überall Zeitung. Oh. I doubt there's anything of interest there. Meinst du? Oder ist das, Videos? Es sind so dicke Heftchen. Ach, da drüben. Okay, ja, da gehen wir gleich hin. Ha. Was gibt's denn hier? Blum, 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 blum. Nichts von Interesse. Irgendwie. Was ist denn hier? Da ist ein Zettel. Dear Dwight. Ich habe versucht, zur Station zu gehen, aber ich kann sie nicht finden. Es sieht aus, als ob irgendjemand auch hier ist. Vielleicht, ein Person auf der, oder was? I guess, wird er nicht. Ach ja. Scheinbar soll man gehen. Weil irgendjemand noch hier ist. Man ist hier also nicht allein. Wer hätte das gedacht? Das ist Make-up, oder? What are you wasting time filming that for? Nail Polish, hallo? Jeder braucht Nail Polish. Ich gehe mal davon aus, dass es sowas ist. So, wo ist denn eigentlich unsere allerliebste Freundin hin? Irgendwie haben wir die verloren, mal wieder. So groß ist doch der Laden gar nicht. Wo ist sie denn? Gibt's denn hier alles ein bisschen eckig? Prisco? Wo sind die hin? So, wir brauchen Sodiumchlorid, Magnesium und irgendwas anderes noch. Wir brauchen jetzt erstmal ihren Energy Drink. Huh? You see something interesting? Keine Ahnung. Aha. Das ist ja mal ein riesiger Convenience Store hier. Ach, die andere latscht da rum. Es sind, Just a Mannequin. Aber warum kann ich die so oft angucken? Es sind nicht einfach Just a Mannequin. Doch. Warum? Hier haben wir schon mal Klamotten. Wir sind in der Klamottenabteilung gelandet. Hä? I'm not really hungry. Are you? Nee, nicht so richtig. Nee, ich habe jetzt eben Keks gegessen. Huh. Is that what you call a scoop? Also habe ich Unterwäsche gefunden, oder was? Wo ist Unterwäsche? Ich will Unterwäsche finden. Das sind alles Papierklamotten. Oh Gott, wie schrecklich die Klamotten hier aussehen. Guckt mal. Ich hoffe, man sieht das alles hier. Ich habe nämlich gerade, mir ist gerade aufgefallen, dass es ein bisschen dunkel ist. Ich mache mal ein ganz kleines Stückchen heller. Also im Endeffekt ist es vielleicht gar nicht so dunkel, aber irgendwie kam mir gerade so unfassbar dunkel vor. So, der Prisco ist natürlich sehr hell hier mit seinem T-Shirt. So, ich hätte gerne Unterwäsche. Damenunterwäsche, bitte. Hier ist eine Umkleide. Hilfe, ich sehe überhaupt nichts. Hey, Mr. Briscoe, you don't mind, do you? Hey! Oh Gott. You're gonna change clothes now? We're in a hurry. It'll just take a sec. Got to do something nice for the viewers, right? Oh yes. Mm. Oh Gott, wird sie jetzt sterben? Ah!
Serves you right. Don't laugh. Who wouldn't be startled coming across something like that all of a sudden? Okay, I'm sorry. Come on, let's hurry up and find what we came for. For what we came for? Hier gibt's Hosen. Brot. Dieses Brot sieht gut aus. Lecker. Okay, das. Ach so, sie ist das. Das fühlt es mich komisch fühlen. Okay. Ist überall dasselbe drin. So, da würde ich mir sagen, bevor wir jetzt hier weiter herumsuchen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.